Danke vielmals. Dankeschön. Danke vielmals. Dankeschön. Sehr, sehr lieb. Way too kind. Danke vielmals. Danke vielmals. Schönen guten Abend, liebe Damen und Herren. So hoch Ihre Erwartungen heutigen Abend auch sein mögen, das ist jetzt noch nicht der lustige Teil. Genau. Weil bevor es losgeht, muss ich mit Ihnen noch ein paar Punkte für den heutigen Abend besprechen. Paul Pizzerra, Sex, Drugs and Kleinkunst, mein zweites Programm. Ich bin scheiß nervös. Sie kennen mich nicht, ich kenne Sie nicht. Woher? Ich bin ein aufstrebender Jungkabarettist aus der Weststeiermark und aufstrebend ist, wie wir alle wissen, ein Synonym für keine Sau kennt dich. Gell? Aber mir ist es persönlich einfach ein Anliegen, dass wir die nächsten 8 Stunden einfach gemütlich miteinander verbringen. Gell? Und der noch viel wichtigere Punkt ist, Sie haben wahrscheinlich schon die Kameras bemerkt, das wunderbare Team von World in Motion zeichnet den heutigen Abend für eine DVD- bzw. Fernsehaufzeichnung auf. Ja? Was heißt das jetzt unterm Strich? Falls Sie heute mit einer Person da sind, mit der man Sie besser später nicht im Fernsehen sehen sollte, war es jetzt höchste Zeit, dass Sie sie umsetzen. Gell? Es ist jetzt einfach nur damit, man, wenn wir privat gerne aufwechseln. Dankeschön. Sehr, sehr lieb. Also, das muss jeder für sich entscheiden, gell? Wenn wer privat wer auf Wechselkennzeichen unterwegs ist, geht mir nichts an. Gell? Das müssen Sie selber wissen, das ist alles okay. Aber der noch viel wichtigere Punkt ist folgender. Wir brauchen für diese DVD-Aufzeichnung natürlich eine messerscharfe Stimmung. Das heißt, Sie geben heute alles, ich gebe heute alles. Sie schreien, klatschen, dreschen einen Schädel gegen die Wand, alles, was Ihnen einfällt. Gell? Und aus dem Grund komme ich jetzt gleich noch einmal quasi zum ersten Mal auf die Bühne und krieg von Ihnen so einen gestört kranken Eröffnungsapplaus, dass sogar der eingefleischteste Andy Borg-Fan sagt, Alter, was tue ich beim Stadl, ja? Stadionrock und wie vom Feinsten. Bis gleich. Na, aufspann. So, ich komm jetzt. Meisterschaft, ja, weiter. Gehen wir. Fullstart. Meisterschaft, jawohl, voll geil. Perfekt, danke. Jawohl, sehr stark, Wahnsinn, voll geil, danke, Dankeschön, Wahnsinn, unglaublich, danke vielmals, Dankeschön, danke, Graz, um Beethoven zu zitieren, wie bitte? Ich erzähle euch jetzt eine Geschichte von einem messerscharfen Harvey. Der hat Gemeinden schon bespült, ich finde das nicht einmal mit Navi. Ich brauch's euch noch nicht sagen. Ihr was, ihr kennt's nicht. Ja, sowieso, du meinst ja den Andreas Cavalier. Nein, ich mein den anderen. Den Buben mit der Gitarre, der ohne Sex, Drugs und Kleinkunst einfach nicht mehr leben kann. No. Der hat die Bühnen schon zerlegt, von Deutschlandsberg bis nach Feldbach. Vom Polizeiball in Leoben suchen sie heute noch das Zelt nach. So einen findest du einmal. Ein echter Pionier. Du meinst den Josef Harder, der spielt über Klavier. Nein, ich mein den anderen. Den Buben mit der Gitarre, der ohne Sex, Drugs und Kleinkunst einfach nicht mehr leben kann. No. Heute oben da in Graz ist das Publikum sein Bassdrum. Drum klatschen alle mit im Takt und wenn's wer nicht tut, schaut dann Bass an. Drum klatschen alle mit im Takt und wenn's wer nicht tut, schaut dann Bass an. Wunderbar. Ich wollte nur schauen, ob es funktioniert. Das passt schon. Dankeschön, passt schon wieder. Genug. Die Frauen sind sich einig. Ein echtes Sexsymbol. Du machst einen Gregor Schlierenzauer, der ist aus Tirol. Nein, ich meine den anderen. Den Steirer mit Gitarre, der ohne Sex, Drugs und Kleinkunst einfach nicht mehr leben kann. No. Und egal wer du bist und davon, wo du herkommst. Und ob du in der Pause, in das Damen- oder Herrenklo. Heute gehen wir voll Stoff. Die Hitten müssen wir zlegen. Ich bin der Paul Pizzerra, muss von euch am Eintritt leben. No. Das ist der Teil, wo ich mich weg tue. Spürt ihr es? Unfassbar, oder? Warum?
weil ich es kann. Je mehr ich spür, dass die Hitten sie fühlt, werde ich zum Kind, das mit Streichhölzern spült. Und ihr seid heute mein Dynamite. Drum schießt jetzt Benzin in mein Feuer. Heute gehen wir voll Stoff. Die Hitten müssen wir zlängen. Ich bin der Barbie. Zera muss von euch am Ende leben. Yo! Danke vielmals. Dankeschön. Danke vielmals. Super. Danke vielmals. Ja, schönen guten Abend nochmal. Paul Bizzera, Sex, Drugs and Kleinkunst. Warum Sex? Schauen Sie mich an. Warum Drugs? Schauen Sie mich an. Warum Kleinkunst? Schauen Sie nicht so. Na, was erwartet Sie am heutigen Abend? Sehr viel Politik, da geht es um meine Familie, sehr viel Sozialkritisches, da geht es um meine Verwandtschaft, aber keine Sorge, ich werde dazwischendurch die eine oder andere heitere Anekdote aus meinem Privatleben einstreuen. Gell? Also, ich wollte das Programm an und für sich Bizzera privat nennen, aber da war doch einer schneller, um fast 20 Jahre. Gell? Apropos Eifersucht, ich habe ja momentan ein bisschen eine Troubles mit meiner LAB, also nicht mit meiner Lehrabschlussprüfung, sondern mit meiner Lebensabschnittspartnerin, weil sie vom Gemüt her doch eine relativ eifersüchtige Person ist. Ja, ich meine, ist auch verständlich, ich bin viel unterwegs und so und ich bin selber auch nichts besser, bin mehr so ein eifersüchtiger Typ, gell? Aber bei ihr nimmt das teilweise Formen an unvorstellbar, dass ich mir wirklich die einfachsten Sachen an immer machen traue. Ja? Also Geburtstags-SMS an die Ex-Freundin hätte sie ohne Herzl dann, aber es sind auch oft diese modernen Medien, die mich da immer öfter einreiten. Ja? Da kommst du dann zum Beispiel zu Fragen wie: Warum hast du nur das Bikini-Foto von der komischen Alten geliked? Das ist die Mirna Jukic und ich bewundere ihre sportlichen Leistungen, ja? Bis hin zu: Und warum sind in deinem Verlauf lauter Pornoseiten? Das war ein Trojaner. Gegenfrage: Was machst du auf meinem Laptop? Gell? Leugnen, verdrängen, einreden. Die drei Grundpfeiler eines glücklichen Seelenlebens, ja? Und wenn Sie sich jetzt, ich habe es dabei eh probiert, ne? Einfach ihre zu sagen, was sie mir bedeutet und wie viel sie mir wert ist, ja? Und ich habe das halt versucht in Form von Liebesliedern, ja? Aber Liebeslieder schreiben ist halt echt sauschwer. Also Liebeslieder schreiben ist echt hardcore, gell? Deswegen gibt es wahrscheinlich so wenig, aber also wirklich, wirklich gute Liebeslieder schreiben ist echt schwer, gell? Aber gerade als Kabarettist, weil dort immer irgendein Blödsinn einfällt, ne? Aber ich habe es probiert. Also ich bin hin zu ihr und habe ihr ganz offen und ehrlich gesagt: Du bist wie ein Ferienhaus in Wiener Neustadt. Du bist wie ein Facebook-Post, der einfach keine Likes hat. Du bist wie ein Lärmschutz 100er Beschränkung. Du bist wie ein Eichsam ohne Servolenkung. Es hat einfach nicht das vermittelt, was ich sagen wollte. Gell? Es ist nicht so angekommen, wie ich es einfach transportieren wollte. Es hat es nicht verstanden. Und falls Sie jetzt da berechtigterweise fragen, warum wir immer noch zusammen sind: Ja, weil wir füreinander bestimmt sind. Als hätten wir uns gesucht und gefunden. Klar, es war Schicksal. Oder weil wir zusammen in die Schule gegangen sind. Wir haben das gefunden haben und den Weg des geringsten Widerstandes gegangen sind. Und der heißt: Ich bin 2 Kilometer neben dir aufgewachsen und es passt zwischen uns. Gell? Aber Eifersucht ist natürlich sowieso ein Beziehungskiller Nummer 1, gell? Und Eifersucht ist auch vererblich. Also habe ich jetzt gelesen, du kriegst den Schaß wirklich genetisch weiter, das ist kein Schmäh. Und bei mir ist das halt sehr offensichtlich, ja, dass ich das vom Papa gekriegt habe. Also Papa war wirklich eine krankhaft eifersüchtige Person. Ich meine, ist auch verständlich, Mama ist eine sehr, sehr attraktive Frau, aber bei dem hat das teilweise Ausmaße angenommen, unvorstellbar. Ja, also hat ihrer zum Beispiel ein Outfit zusammengestellt, das sie anlegen hat müssen, wenn er nicht mit war. Kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist eigentlich, nein, Gummistiefel, Sturzhelm, Warnschutzwesten, also sie war nicht zum Anschauen, die Mutti, muss man ganz ehrlich sagen. Gell? Und na, er hat teilweise sogar von ihr verlangt, dass sie ein bisschen hinkt und dreinschaut, wenn er nicht mit ist. Gell? Aber das hat sie mehrheitlich nicht gemacht, gell? Weil sie einfach gesagt hat, man darf sich vom Partner nicht unterbuttern lassen. Gell? Aber Papa ist sowieso in einer Midlife-Crisis momentan, ist jetzt da, ist schon die zweite, glaube ich, weil er einfach realisiert hat, dass aus dem messerscharfen Tiger von damals eine zahnlose Hauskatze geworden ist. Gell? Und in so einer Situation hast du als Mann 2 Möglichkeiten. Ja?
Entweder du kaufst da eine Weltkarte und steckst überall dort Nadeln ein, wo du noch nicht warst, oder du steckst da die Nadeln selber ein und suchst nochmal einen Rock'n'Roller in dir. Gell? Und beim Papa war ganz klar, dass er sich für Zweiteres entscheiden wird. Also Papa war wirklich kein Kind von Traurigkeit. Das weiß ich ganz genau, weil ich kann mich noch genau erinnern, wie ich 16 geworden bin. Also vor 2 Jahren habe ich zum... okay, passt, ist okay. Habe ich zum Papa gesagt, du Papa, wie ist denn das eigentlich, wenn man so seinen ersten Sommer in Freiheit genießen will, also wirklich, wenn man viel Stoff geben will und das Leben mit beiden Händen umarmen will, was macht man da, gell? Und der Papa hat sich einfach seine Gitarre aus dem Eck geholt, Papa hat meistens eine Gitarre im Eck stehen gehabt und hat einfach zu mir gesagt, hoch zu. Es war 1989 und meiner Soul, was haben wir gelacht? Dort sie Sommer war auch wirklich stark. Wir sind auf alle Zeltfest gewesen, seitdem tun wir Schwaben rein. Es war der allerbeste Sommer in der Steiermark. Wir haben vom selber brennten Spiem, sind in der Poli hocken geblieben. Ein Rückwärtssalto in die Jauchengrum. Immer fuhr der große Goschen und der Vater hat uns drauschen. Die Mama hat nur gesagt, ja mei, die Buben. Wir haben die Nachbarskirche vergift und vom Maibaum runtergeschifft. Im Halbjahrszeugnis 13 Fleck im Borg. Immer fuhr den festen Durst, der Fall der Mauer war uns wurscht. Es war der allerbeste Sommer in der Steiermark. Wir haben die Doppelliter zwickt und die Katz in Silo gekickt. Der ist dann leider dort am Grubengas erstickt. Dann haben wir's angeheidelt, verschiert und mit Kürbiskern paniert. Dankeschön. Und zum Muttertag als Backhändl serviert. Wir haben einen Buben vom Dorf Schendam, nackert kreuzigt auf am Baum und mit dem Traktor geschliffen bis ins Nachbardorf. Der war dabei bei jeder Gaude, promoviert hat er cum laude und heute ist er Unterhaltungschef beim Orf. Es gab so viel zum Erzählen, ich sag, schöne Regretrien, stoß das Händeln ab, hast später mal ein Geweih. Im Alter geht halt nimmer viel, für mich heißt Rien never blue. Ah, der schönste Sommer geht einmal vorbei. Ah, der schönste Sommer geht einmal vorbei. Dankeschön. Was sagst du deinem Papa, wenn er da so ein Lied verspielt? Das ist einfach, oder besser, was denkst du dir, wenn er da so ein Lied verspielt und was sagst du wirklich? Ne? Messerscharf, Papa, das war kein Lied, das war ein Opus Magnum. Denken tust du natürlich, oh, irgendeine geschützte Werkstätten sollten wir jetzt wirklich einmal anschreiben für ihn. Gell? Also, na, klassischer Fall von Notlüge. Ne? Ich meine, in so einer Situation kannst du einfach nicht die Wahrheit sagen, ja? Weil dir der Mensch was bedeutet und du ihn nicht verletzen willst. Ne? Und liegen tun wir sowieso alle. Der Einzige, der wirklich immer gerade und ehrlich war, der mir einfällt, das ist mein großer Bruder. Also wirklich jedem gegenüber. Auch bei der Polizei, da kann ich mich erinnern, da sind wir bei uns daheim in ein Planquadrat gekommen. Wissen Sie, warum ich sie aufgehalten habe? Weil sie nichts Gescheites gelernt haben. Also wirklich jedem gegenüber. Gell? Da kann man hat ein ganz ein gerader Typ, weißt du? Ja, ich würde es nicht ausprobieren, gell? Das ist einfach da. Also, was kostet Beamtenbeleidigung? 50 Euro, dann schreibst du dazu, du Arschloch. Gell? Das sollte man nicht machen. Das sind alles so Sachen, die man am besten nicht. Nein, aber jedenfalls, wir schweifen ab. Ich habe einen großen Bruder, ne? Und ich kann nur warten, kein Problem. Das ist und wenn du uns zwar so nebeneinander siehst, du darfst nicht so furcht drauf kommen, dass wir zwar verwandt sind. Gell? Also er ist von uns zwei mehr so der ländlich-konservativere Typ einfach. Gell? Also das Sprichwort, ich bin vom Land, man kann es am Gewand, ist jetzt, was du bei ihm sagst, ja. Gell? Also
Er ist so mehr der ländlich-provinzialisch-kernigere Typ einfach. Gell? Also, wie wir jetzt auch bei den Großeltern daheim Carport zusammengebaut haben, hat er gesagt: Paul, wie du ein Werkzeug angreifst, das sehen wir gleich, länger als 9 Jahre Schulgangen. Also, vom Typ her erdiger einfach. Gell? Aber kein Unguter, kein überhaupt nicht. Also, er hat mich dann natürlich einmal ganz lang die 2 Gewichter für die Wasserwaage suchen lassen. Und, sicher, na klar, der Klassiker. Ne, und, hat sich eh eingetaugt, wie ich mit leeren Händen zurückgekommen bin. Ne? Also, weiß er nicht, der Studierte, weiß er nicht, gell? Aber lieber. Also gibt's wirklich nichts. Er hat einfach ein netter Typ und er hat nur das Problem gehabt, also er hat wirklich mädelstechnisch einen Dauerhau unvorstellbar. Also wirklich, er hat kein Glück, was die Frauen bei dem ist. Bei uns daheim wirklich eine nach der anderen abbauscht, das gibt's das, gell? Und dann hat er sich irgendwann einmal gedacht, wurscht, tabula rasa. Also tabula rasa hat er sich nicht gedacht, er hat gesagt, wurscht, ja. Fährst in die Großstadt, fährst nach Graz rein, schaust, was dort mädelstechnisch so geht, und es war ein ziemlicher Kulturcrash für Graz. Und er hat aber Gott sei Dank dieses Erlebnis für uns musikalisch festgehalten. Mein letztes Dirndl liegt schon Ewigkeiten zurück und auf Town Airport denkt, bevor ich weiter rumhoch, fährst auf Graz rein und probierst das dort einmal, weil sie tot ist. Hab ich tot sie oder tät sie auch noch gefallen? Dankeschön. Dankeschön. Ich reite ein im Nobelbeisel, dort war's so laut und teuer, dass der Pfostenbeutel auf Zeiten haut. Sieh ich so eine fesche Katz, ganz alleine steht sie dort. Ich spring um mich und sag, Dirndl, Deiper, fein, das schmeckt mir gut. Bringst mit mir eine Euro-Mischung, gängen durch, oder willst du schmusen, mir was wurscht. Drauf sag sie, das ist jetzt etwas peinlich, aber schau, ich weiß, du bist ein Bauer und du suchst hier eine Frau. Doch selbst wenn deine Ausdrucksweise jemandem gefiel, verscheuchst du auch die Letzten noch durch deinen Kleidungsstil. Jetzt reicht's aber, du blöde Kuh, was willst du denn da ein? Glaubst du, bist was Besseres, nur was drehen du's nach der Schreiben? Dankeschön. Dankeschön. Die Stutzen gehören zum Rock dazu, das ist ja wohl normal. Mein Gamsbad tue ich nicht, und schau wie auch in keinem Lokal. Und meine Baden-Gummistiefel trage ich präventiv, weil er im Radio angesagt hat, dass heute am Abend schifft. So. Also schleiche ich mich verdurrt, da habe ich nichts verloren. Ich steige in ein Taxi ein und sag zum Fahrer vorn, Freund der Berge, sag mal, was bei euch war überfällt. Können wir eine Parole mit einem Kleischer auf die Welt? Drauf sag er, du musst ihn geben, Frauen a Respekt. Mach ein bisschen Kompliment, ich sale ein bisschen Sekt. Und schwöre, dass ich vor die ganze Bitches in Lokal. Am wenigsten hat Ähnlichkeit mit Killer vor die Wahl. Na gut, die Nacht ist noch jung, also gehen wir Vollstoff. Und wenn sie unter 18 ist, ja mei, dann hast du eine Fußstraf. Ich sag adieu zum Dachsler und geh rein ins Lokal. Da ist kein Mod zum Sitzen und die Bar ist schon oval. Der Kölner grüßt mich freundlich und er zahlt mir einen Mojito. Das Einzige, was seltsam ist, viel Weiber sind da nicht da. Drauf sagt der Kölner, Schatzerlege, sei doch nicht von gestern. Wir haben ein Separé, das ist leider für unsere Schwestern. Noch der Bar gleich links und beim Jörg Heider schreien grad aus. Alles ist erlaubt, aber das Licht bleibt immer aus. Dankeschön. Schon mal Pause machen. Na, ich starte rein in den Raum und schmus gleich nieder. Ein Rassige mit festen Griff und Krochen hat's noch Flieder. Ein Damenbord, der stört mich nicht, nur das war schon ein Schnauzer. Auf einmal fragt eine tiefe Stimme, ganz ehrlich, sag, wie tagst du? Ja, gar nicht schlecht fürs erste Mal so da herin als Blinder. Nur zu Hause wie am Bauernhof, da brauch ich viele Kinder. Am Land ist so eine Geschichte nicht drin, da machst du die Eltern kummer. Nur falls sie wirklich keine find, gib mir doch deine Nummer.
Dankeschön. Danke für was. Dankeschön. Danke. Danke. Danke vielmals. Ja, das einzige Problem, was mein Bruder gehabt hat, also abgesehen vom Umgang mit seinen Mitmenschen, war einfach das, dass er wirklich ein Jahrzehnt zu spät auf die Welt gekommen ist. Also, weil früher war das bei uns wirklich gang und gäbe, dass sich die Eltern so im Ort so ausgeschnappt haben untereinander, wer mal für die Kinder Wein kriegt und so. Also so wirkliche Zwangshochzeiten, kannst du eigentlich sagen. Also den Satz, dein Wort und die Kirche, meine Tochter gehört dir, hast früher öfter gehört. Das war keine Seltenheit, das hat schon gegeben. Also wirklich, wirklich so Zwangshochzeiten, kannst du eigentlich sagen. Deswegen verstehe ich nicht, warum bei mir daheim in Deutschlandsberg eben so viele Leute so Angst vor dem Islam haben. Ja? Weil was du im Iran für eine Frau Kamele zahlst, das sind bei uns die Hektar. Das ist komplett das Gleiche. Gell? Da muss man einfach sagen, das verstehen den Unterschied nicht. Gell? Und ich denke mir einfach, wirklich am Mindestmaß an Toleranz kann man sich wirklich für die Leute erwarten. Aber dass die Toleranz halt in Wirklichkeit ganz, ganz anders ausschaut, das wissen wir leider eh alle. Ne? Kommst aus Rumänien und hast kein Geld zum Leben, dann wird der Vater statt dir sicherlich keins geben. Aber wenn's gebildet bist, vielleicht sogar den Dist, dann kannst du froh sein, wenn du Taxifahrer wirst. Wenn's in Treskirchen wartst, das HNO-Fachwarz, erlebst ein blaues Wunder und siehst nur mehr schwarz. Bei einem Sachverhalt wie dem darfst dich nicht wundern, wenn manche Menschen sich erdreisten, was zu plundern. Je mehr du dich hier bei uns quälst, desto weniger du zählst und dann verbietet man dir auch noch, dass du wählst. Kommst du aus Ankara und bist Computertechniker, tust du im Handyshop verkaufen Nokia? Heute ist es doppelt so viel wert, gestern hat's, wenn man das gehört. Und wenn du morgen kommst, dann ist es auch entsperrt. Und ist so hoch für dich der Preis, ja dann will ich, dass du weißt, das ist noch immer billiger als bei 1. Kommst aus Amerika und hast du einen Magister, kriegst Diplomatenpass für'n Bruder und deine Schwester. Nur bist gebürtig aus Warschau, kannst es bringen zur Putzfrau, weil so einen Job tut sie bei uns ja keine Ahnung. Ah, jeder Mensch mit Kraft letztendlich sich erhofft, er schafft die österreichische Staatsbürgerschaft. Das ist wie ein Exzess, langwieriger Prozess, ein Österreicher würde niemals schaffen das. Na, haben sie mich gefragt, was über 70er Jahre weiß ich. Na, wie gesagt, das ist mir klar, der Bruno Kreisky. Zum Glück hab ich die Bundeshymne am Schwindelzettel im Dürüm. Der kann ja nicht einmal am Maturand vom Güm. Trotz voller Punkte Anzahl hat's mir leider geschmissen. Und die Begründung war, so viel kann keiner wissen. Jetzt ist es wieder so, wie es war. Vielleicht gelingt's mir nächstes Jahr, wenn ich statt Plompen noch immer Taxi fahr. Dankeschön. Danke vielmals. Ja, aber politisch gesehen haben wir in der Steiermark wirklich in letzter Zeit einiges durchgemacht. Also am Tag vor der Nationalratswahl nach der ersten Hochrechnung. Bist du deppert? Ich bin wohl eh zu meinem Lieblingstürken gerannt und wollte mir noch einen Kebab holen, weil ich nicht gewusst habe, was ich ohne Murat dann durat, wenn man ihm jetzt einen zutrat. Und sie werden mir nicht glauben, wenn ich dort drauf habe. Zwischen 8 leere FS-Flaschen und einem Kilo Baklava ist er gesessen. Der steirische Panther. Unser Landeshauptmann Franz Wobbes. Und dann habe ich gesagt, Herr Wobbes, Sie schauen ein bisschen blach aus im Gesicht, zu einer Taxi rufen, irgendwas geht es Ihnen wohl gut? Und der Wobbes hat mir gesagt, ich sag nichts. Ich sag nichts. Ich singe viel, viel lieber. Leibniz, Hartberg, Fürstenfeld, Feldbach, Murau, Knittelfeld, Radkersburg und Judenburg und Weiz und Deutschlandsberg. Dackern 1 und Dackern 2. Wir zusammengelegt auf Dackern 3. In jedem Ort 10 Kreisverkehr, nur keine Bürgermeister mehr. Wir haben zu viele Gemeinden
Und aus purer Rache wünsche sie jetzt den Strache. Wir haben zu viele Gemeinden, drum war meine Überlegung, außer Graz hast alles Graz-Umgebung. Und da war es gerade so lieb gespielt, der Franzl geht so lässig abgerockt und dann leitet auf einmal sein Handy, gell? Aber mit einem messerscharfen Klingelton, gell? Und ich hab schon leichte Vermutung gehabt, wer da anruft. Chab! Josef Chab! Chab! Und was der voll lässig, die haben total lieb dann geredet, gell? So wie es so läuft im Rennerinstitut und ob eh alles passt, gell? Und so. Und wir haben sich total lieb unterhalten, wie sich die normalsterblichen Leute das vorstellen, dass man als Kosmopolit mit einem Monatseinkommen von 8.000 Euro auskommt und so. Weißt du, einfach voll lieb, wie du halt sprichst unter Freunden. Das ist total nett irgendwie, gell? Und ich habe dann aber leider weg müssen, weil ich habe ja an dem Tag noch mit der Freundin ausgemacht gehabt, weil ich ihr meine überarbeitete Version von dem Liebeslied sagen wollte, was ich am Anfang gespielt habe. Das war ja kein klassischer Startzielsieg in dem Sinn, gell? Und kennen Sie das? Wenn Sie sich wirklich akribisch auf eine Situation vorbereitet haben, und genau wissen, welche Hebel sie betätigen müssen, um erfolgreich zu sein, und das Ganze dann unter Druck, aber massivstens und beispiellos den Bauch aufladen, so ist mir gegangen. Ich bin hin zu ihr und habe ganz offen und ehrlich gesagt: Du bist wie ein Herbstspaziergang in einer Warnschutzweste, du bist wie in der Brieflos-Show die Gäste auf. Du bist wie ein Einarmiger in einem Second-Hand-Shop. Du bist wie ein Massen-Selbstmord-Flashmob. Es ist einfach massivstens den Bauch habe ich gehabt. Dankeschön. Wirklich einfach massivstens die Hitten abgeklaut. Wieder einfach statt ehrlicher Gefühle wieder mal für die billige Wuchtel entschieden. Ne? Und ja, man kann einen Esel anmalen wie ein Zebra und es bleibt richtig ein Esel. Gell? Und sie hat dann wieder angefangen mit ihrem alten Schlafpfad. Du kannst nicht ernst sein, wie soll ich dir vertrauen? Ja? Du bist nicht für immer jung, du musst mal Verantwortung übernehmen, du trinkst viel zu viel, hat es nicht unrecht, bla 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 bla. Also, nein, Entschuldigung. Hallo, wir sind 3 Wochen zusammen. Also bei aller Liebe, man kann es übertreiben. Gell? Und na. Da hat es mir dann wirklich die Kabel gesagt einfach. Was? Dann habe ich gesagt, passt, okay, kein Problem. Du bist Ehrlichkeit, nehmen wir Probleme. Ich sage da ganz ehrlich, wie ich dich, mich und unsere Beziehung sehe. Ja, sage ich da ganz gerade und ehrlich außer. Und dann ist mir Gott sei Dank spontan ein Lied eingefallen. Du stehst auf Michael Bublé und Musik wird schon mehr. Ich stehe auf gegen Öfe und hör Dogs über Slayer. Du gehst morgens gern laufen und am Abend gern tanzen. Ich gehe eine Woche nicht schlafen, dank gewisser Substanzen. Du hast ein Faible für Rotwein und erlesene Bücher. Ich benebel mein Dasein, misch mein Soda mit Schücher. Du sprichst 4 fremde Sprachen und gehst gern ins Theater. Ich hab 4-mal die Woche Schweinelähmung mit Kater. Und ich steh drauf, dass ich nicht mehr weiß, was ich gestern geredet hab. Geschweige dessen, dass ich letzte Nacht überlebt hab. Die Frage nach dem Sinn hat sie für mich längst erledigt. Und indem du das erbärmlich findest, will ich mich bestätigt. Weil ein Herbstspaziergang ist für dich der Himmel auf Erden. So alt wie du schon bist, kann ich gar nicht mehr werden. Du liebst die pure Natur und liebst viel mehr aus Frankreich. Ein Tag in deine Schuhe, ich leg mich aufs nächste Baumkreis. Für dich klingt mein Leben nur noch Chaos und Unsinn. Und nicht anders will ich's haben, weil ich einfach nur jung bin. Und bitte rette ein, dass du mich irgendwann auffangst. Wenn dir das wirklich hilft, du nicht aus deiner Haut kannst, naiv betrachtet ist deine Lebensgeschichte ziemlich fügend. Und müsst es korrigieren, weswegen Länge genügend, weil wenn ich mit 27 am Sterbebett dann zurückblick, rach hier letzte Chick und was genau ist, stirb glücklich. Ja, wirklich einfach, was der Messerscharf gerade eingesagt, also wirklich, einfach gib ihm, gell? Wobei ich sagen muss, jetzt nach der Trennung, also das Auffangnetz-Familie, das ist schon ein Wahnsinn. Also das ist echt, das möchte ich nicht missen. Also wirklich, das Auffangnetz-Familie, das ist schon unbezahlbar. Also wie ich heimgekommen bin, wirklich als gebrochener Bub, ja, die Mama gleich her zu mir, du mach da nichts draus, schau, andere Mütter haben auch schöne Töchter, der Papa klein, stimmt recht, hat die Mutter, andere Töchter haben auch schöne Mütter. Weißt du, wo du einfach wirklich weißt,
du wirst nicht mit billigen Phrasen abgespeist. Ja, das ist Seelenbetreuung auf höchstem Niveau. Ja, und da muss man, nein, wirklich, und wo immer, kann ich wirklich, die Eltern keinen Vorwurf machen, wo immer sie auch emotional nicht da waren für mich. Also sie haben das immer 1:1 mit finanziellen Mitteln aufgewogen. Da kann man ihnen nicht sagen, du, weißt du, Freundin weg, neiges Radl. Weißt? Das ist einfach lässig. Das ist einfach cool und da kann man ihnen wirklich keinen Vorwurf machen. Also auch wenn es zum Beispiel ums Urlaub fahren gegangen ist, haben sie wirklich das Geld beim Fenster ausgewaschen, dass du sagst, gibst es und 5 Grad sein lassen, gell? Das Problem war diesbezüglich halt nur, sie sind relativ gern zu zweit auf Urlaub gefahren. Gell? Und da kannst du nichts machen, da hast du einfach kein Mitspracherecht, das ist einfach so. Gell? Aber dafür kenne ich mich sehr, sehr gut aus in die österreichischen Ferien- und Jugendlagern. Und da haben sie eins gegeben, ja, da haben sie mir meistens hingeschickt, wenn sie golfen waren auf Mauritius oder so. Aber es war auch schön, gell? Und da hat es wirklich eins gegeben, das werde ich mein Lebtag nicht vergessen. Und von dort habe ich der Mama einen Brief heimgeschrieben und den Brief darf ich jetzt gern noch vorlesen. Liebe Mama, dir der Tag gefallen im Jungscher Lager auf der Saalm. Mein Zimmernachbar, der Augustinus, ist erfroren im Wald bei 35 Grad minus. Auch beim Essen kannst nix sagen, weil wir's vorher selber jung. Bin seit 2 Tagen jetzt auf Rohkost, weil mir's Igelgulasch immer noch schier aufstoßt. Dankeschön. Jeden Mittwoch tun wir basteln, Einbauschränke und Kuchelkasteln. Ein LKW-Holz für gewöhnlich. Auf dem draufgeschrieben steht, ihr Tischler, macht's persönlich. Danke für mich, danke schön, sehr lieb. Bei der Hygiene sind's Beniber, das nehmen strenger als die Biber. Damit sich keiner heimlich nicht wascht, ist in jeder Duschkabine eine Kamera anbraut. Persönliche Lieblingsstrophe folgt. Und die Wirtin ist eine Heilige, unbestimmbar, keine Langweilige. Einmal täglich geht's am Dachboden mit einem Feuerzeug am Löffel und dann lacht's auf. Dankeschön, 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 danke für uns, Dankeschön, danke für uns. Letzte Strophe. Und bitte fall mir jetzt nicht ins Koma, aber zu Ostern wirst du Oma. Deine Schwiegertochter, der mein Herz ganz kehrt, ist mit dir zusammen Volksschule gegangen in dein Schlammsbett. Danke vielmals, Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Ja, Sie haben schon gemerkt, ich habe das jetzt ein bisschen so probiert, denn zu überspülen das Ganze mit Haha und so, aber im Endeffekt hat mir das mit der Trennung schon ziemlich mitgenommen. Also das war nicht so einfach, das war einfach wirklich, weil ich festgestellt habe, dass sie einfach was Besonderes ist und also manchmal jetzt besonders deppert, aber wirklich was Besonderes, was ich einfach nicht verlieren wollte. Ja? Und ich bin dann wirklich hart mit mir ins Gericht gegangen und habe dann gedacht, okay, vielleicht bin einfach ich das Problem, vielleicht stehe ich uns und unsere Beziehung mit meinem Stolz und mit meinem Ego einfach im Weg und vielleicht können wir es einfach nur auf die richtige Bahn lenken, vielleicht muss ich einfach nochmal zu ihr hin und mit ihr über alles reden. Ja? Und genau wie ich diesen Punkt erreicht habe, hat sich dann auf einmal mein Bruder in die ganze Debatte eingemischt. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern können, mein Bruder wirklich eine Koryphäe im Umgang mit dem weiblichen Geschlecht und hat dann gemeint, nein, laufe keiner Frau hinterher, mach so wie ich, such dir über eine Partnervermittlung eine neue, weil mit der richtigen Annonce rennst du die dir ein. Ja? Und ich habe gesagt, okay, ich habe nicht gewusst, dass du dich mit dem auskennst, woher weißt du das, was ist du, was macht man da so, woher kennst du das? Und er hat einfach nur zu mir gesagt, weil ich eine Waffe bin. Und dann hat er mir seine Annoncen vorgelesen. Thank you.
betuchter fescher Kampel wohnt in Bernbach an der Ampel. Sucht rustikale Frau zum Leben, ob Kraler, Leibniz oder Schweden. Mit der Annonce hoffe ich, dass ich schnellstens eine find, die weiß, wie man eine Sau da wirklich und eine entbindt. Bist du spontan und reisefreudig? Liest du viel und sprichst du deutlich? Trinkst du gern einen guten Wein? Kennt ihr der Falsche für die sein? Muss man ganz ehrlich sagen. Gut. Also pass auf, jetzt geht's los. Ich schulde dir, was die erwart, einen Tag mit mir und auch mein Ort. Und wenn du sagst genau, einen solchen Lauter hau ich gesucht, dann los jetzt her, weil mit mir hast du all inclusive bucht. Also Frühstück wird serviert bei mir um 3:45. Das heißt, wir gehen zusammen in den Stall und füttern unsere Kühe. Oft machen wir einen romantischen Spaziergang ohne Zoll und schießen unseren Hirsch zum Nachtmahl wasch mit deinem Grill. Am Vormittag hast ganz für dich, da machst halt, was du magst. Ob's hier zu einem neuen Zaun aufstellst oder Zweitschen brauchst. Ein Silo putzt die Jauchen, fierst, Gassi gehst mit dem Stier. Wie gesagt, der Vormittag gehört alleine dir. Gell? Du musst es dir nicht schenken. Weißt du schon? Das ist ein Wahnsinn, gell? Was kannst du? Da kannst du nur sie sagen, gell? Pass auf, also weiter geht's. Da. Zum Mittag koche ich dann ein feisches Papperl für uns zwei. Als Gruß der Küche gibt's ein frisch gebeiztes Lachs da. Und weil ich gern mit Nano-Küche experimentier, kredenz ich dir einen Kürbiskern in Kürbiskern paniert. Als Hauptgang gibt's Langostenspieß auf Rucola Spaghetti. Na ernsthaft, entweder kochst du oder wir fahren zum Eiche, gell? Da muss man sagen, jetzt bekommen wir da hin, bitte. Ja. Ich hab auch noch zwei Hände, weil das ist immer Wahnsinn. Na, pass auf. So. Am Abend hupfst ins Cocktailkleid und schlupfst in deine High Heels. Darunter noch ein Necklischee, weil das für mich so geil ist. Oft sag ich dir ein Happening der ländlichen Kultur. Das heißt, ich reiß einen Viererschnaps an und du schaust zu. Das ist auch nicht schlecht. Sag gut, kannst nichts sagen, das passt. So, pass auf. Jetzt geht's weiter. Also. Bei mir am Land gibt's auch gewisse Do's und solche Don'ts. Auf Deutsch gesagt, was du machen darfst und was nicht machen kannst, ne? Beim Fest der Feuerwehr, da bleibt dein Pelzmantel im Kosten. Ich bitte dich von ganzem Herz, da bleibt er unterlassen. Mein Schwager hat das letztes Jahr aufs Sträflichste missachtet. Den haben's verwechselt mit einem Bären und kurzerhand geschlachtet. Das war nicht schön, das sag ich dir. Also das tust du mir bitte nicht, gell? Pass auf, so. Wenn du jetzt sagst, du hast in mir dein Märchenprinz gefunden, dann steig ins Auto und aufs Gas, wir sehen uns in 2 Stunden. Und erzähl mir nicht, meine Landwirtschaft find's nicht am Navi. Ich wart schon nackert vor der Tier, bin schärfer als Wasabi. Rawr! Wahnsinn. Na. Unvorstellbar. Unvorstellbar. Also. Nein. Wahnsinn, ne? Habe ich wirklich zu meinem Bruder gesagt, ich meine, bei aller Liebe, du kannst mir nicht erzählen, dass sich auf dessen nur eine bei dir gemeldet hat, ja? Und hat er gemeint, obwohl, eine hat sich gemeldet, gell? Und ich war ja bis jetzt der Meinung, eine Frau, die sich im 3. Jahrtausend durch eine landwirtschaftliche Zwangshochzeit an einen Hof ketten lässt, findest du heutzutage nur in abgelegensten Teilen Ostanatoliens sowie im südlichen Burgenland, ja? Stichwort Jennersdorf, gell? Aber falsch gedacht, anscheinend herrscht für diese Art der Lebensplanung auch bei uns daheim ein reges Interesse und dann hat er mir ihr Annoncen vorgelesen. Ich came daher. Wo ein Mädel noch ein Bier sauft, auf Ex kocht und wascht und putzt, den ganzen Tag nur auf die Knie lauft. Wettex, mir haben einen Spruch, da gehen die Häfenbrüder stiften. Kawoll, wenn du tschissen schaust, fangst du Tätschen, dass du anspeibst, zweimal.
Und fährst du in die Stadt, dann merkst du, dass jedes Dirndl dort einen Gleischer hat. Weststeirische Girls, wir fahren einen Fünfer Golf, dir vergleicht mit 200 PS. Angel, Eis und Rosa, rote Folgen. Western. Dankeschön. Weststeirische Girls heißen Charlene, Yvonne, Scarlett und Jana Cheyenne. Gefärbte Haar und Overlippen-Piercing. Nur ein massives Problem muss ich dir gestehen, drum huch jetzt her, mein Landbuhr. Ich kann nicht gehen in steige Schuhe. Alt, ich weiß, wie weh das tut, wenn ich auf hohe Absätze rein krall ich wie ein Legehein. Und auch genau. Gut, danke. Dankeschön. Ich hab Dudeln, lätschert wie ein Mostbier. Es ist nicht schön zum Unterschauen. Wow, wow. Schwabbel, Schwabbel, Schwabbel. Nein, würde ich niemals auf einer Bühne machen. Niemals. Das war nur so eine Idee, das war irgendwas. Niemals würde ich das auf einer Bühne machen. Nie im Leben. Nie im Leben. Dankeschön. Danke vielmals. Dankeschön. Ja, da habe ich jetzt schon gemerkt, dass Brüder einfach wirklich unterschiedlich sein können, gell? Auch was den Frauengeschmack betrifft. Also klassische Klitschkos sind wir zwar nicht, aber das war so heftig. Da war ich das letzte Mal fort bei einer Ö3-Zeitreisedisco in Graz, gell? Und das war so strange, das war so heftig. Da wirklich ein Typ an der Bar gestanden, so wie jetzt, gell? Und den hat ein Mädel angeredet. Und die zwei haben sich wirklich ausschließlich durch englischsprachige Lieder unterhalten. Das war ein Wahnsinn, ja? Sie ist hinkommen zu ihm und hat gesagt: Yeah, I think you're cute, but you really, you should know. I just came to say hello, hello, whoa. My name is Chicka Chicka Slim Shady. My name is Luca. I live on the second floor. I live upstairs from you. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I. You don't know, you don't know, you don't know anything about me. What do I know your name? Well, some people call me the space cowboy. Yeah, some call me the gangster of love. Some people call me Murray. That don't impresses me much, so you got the moves but haven't got the touch now. But I'm the one who wants to be with you. Deep inside, I hope you feel it too. Tell me more, tell me more. Was it love at first sight? Tell me more. Like what you put up a fight. Well, I can be your hero, baby. Oh, I can kiss away the pain, oh yeah. How will I know if you really love me? How will I know if you really care? Say I would catch a grenade for you. Throw my hand on a blade for you. Don't go breaking my heart. I couldn't if I tried, but tell me, what do you want from me? 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 I tell you what I want, what I really, really want. So tell me what you really, really want. I tell you what I want, what I really, really want. So tell me what you really, really want. I want a coin operated boy sitting on a shelf. He's just a toy, but I turn him on and it comes to life. Automatic joy, that is what I want. Coin operated boy. But I'm just a teenage dirtbag, baby. I'm just a teenage dirtbag, baby.
do to make you happy? What can I do to make you care? You can blow my whistle, baby, whistle, baby. Let me know. I'm gonna show you how to do it, and we'll start real slow. You just put your lips together and come real close. Can you blow my whistle, baby? You can't always get what you want. You can't always get what you want. But you and me, baby, ain't nothing but memos. So let's do it like they do on the Discovery Channel. Who to get now? Shut up. Shut up, sister, she fucking hates me. Trust, she fucking hates me. La 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 la. Time to say goodbye. Paesi ne con me. Veduto, vissuto con te. It's time to say goodbye. But where do you go, my love? Where do you go? Musitin, zum Städtlein auf. Wherever you go, whatever you do, I'll be right here waiting for you. It's a beautiful night, we're looking for something dumb to do. Who cares, baby? I think I wanna marry you. See, I would do anything for love, and I would do anything for love, but I won't do that. No! Danke für mich. Danke für mich. Dankeschön. Unfassbar, oder? In 10 Minuten kann ich 50 Liebeslieder runterklatschen, aber für meine Ex-Freundin fällt mir kein Sieg sein. Das ist einfach, nein, unvorstellbar. Es ist einfach, da. Es ist, ich meine, im Prinzip, es geht eh immer nur ums Gleiche, oder? Es geht immer um die gleichen drei Dinge. Liebe, Stolz, Anerkennung. Um die drei Sachen dreht sich einfach alles in unserem Leben. Nur viele Österreicher verstehen das einfach falsch, ja? Ich liebe mich, bin stolz auf mich, wo bleibt die Anerkennung? Gell? Das ist aber, nein, der falsche Zugang, muss man ganz ehrlich sagen. Nein. Da geht es um die anderen Leute, ja? Aber das Problem ist ja, du kannst die anderen Leute nicht ändern, du kannst nur dich selber ändern. Ja? Und ich habe mir dann gedacht, vielleicht, wenn ich wirklich einmal ehrlich bin, ja, und wenn ich vielleicht gar nicht zu dir, sondern vielmehr zu mir einfach einmal ehrlich bin, vielleicht funktioniert es dann, dass sie versteht, um was es geht, und das, vielleicht haben wir dann eine Chance. Und ich glaube einfach, genau das muss ich jetzt einfach probieren. Wenn ich könnte, würde ich weinen, doch ich kann nicht. Das verbietet mir mein Stolz. Doch um darüber wegzusehen, fehlt mir die Ansicht. Wir zwei wären nur rauchender Colts. Und wenn du meinst, da gibt's bestimmt noch einen besseren, dann weiß ich, du hast recht. Doch solange bitte ich dich, mich auszutesten und entsorg mich fachgerecht. Und ich hole dir vom Himmel keine Sterne und ich tauche für dich nicht durch jedes Meer. Doch wenn du frierst, dann spende ich dir gerne Wärme. Und wenn du fällst, dann springe ich dir hinterher. Und wenn du auch den ganzen Tag allein stehst, stehst du gut da ohne mich. Doch ich küsse dich auf die Stirn, bevor du einschläfst. Und wenn du aufwachst, halte ich dich. Und ich liebe dich nicht, weil du so perfekt bist. Und ich liebe dich auch nicht um jeden Preis. Nein, ich liebe dich, weil so viel unentdeckt ist. Und ich liebe es nicht zu wissen, was das heißt. Und ich träume mit dir gern von einer Zukunft, in der wir beide harmonieren. In der ich mich in dich verliebe und auch du uns ineinander balancierst. Denn du lachst über jeden meiner Witze, in der Hoffnung, irgendwann lass ich sie sein. Du bist das Wertvollste, das ich nicht besitze. Doch in Gedanken sperre ich dich noch immer ein.
Und ich werde dich so lange auf Händen tragen, solange du von mir getragen werden kannst. Denn viel besser als Gewitter zu verjagen, ist zu lernen, wie man auch im Regen tanzt. Ich werd dich tragen, solange du von mir getragen werden kannst. Denn viel besser als Gewitter zu verjagen, ist zu lernen, wie man auch im Regen tanzt. Und ich werd dich tragen, solange du von mir getragen werden kannst. Denn viel besser als Gewitter zu verjagen, ist zu lernen, wie man auch im Regen tanzt. Und ich werd dich tragen, solange du von mir getragen werden kannst. Denn viel besser als Gewitter zu verjagen, ist zu lernen, wie man auch im Regen tanzt. Ich hab euch alles von mir erzählt, an jeden Sieg geht die Blamage. Doch heute ist nicht à la Tage, ich komm wieder keine Frage. Alles hab ich gegeben, ohne Gurt und Helm. Mein Bitchen übertreibt nicht, das bissl Witz erzählen. Und wenn's euch heute taugt hat, der Bub mit der Gitarre, ich bin der Barbie, Sierra, Doppel Z und R.A. noch. Und wenn's euch gefreut, dann bitte schenkt's mir ein, gefällt mir dann auf Facebook. Nur bist du männlich Mitte 30, sei da sicher, ich schreib nicht zurück. Alles hab ich gegeben, die besten Stickeln braucht. Mein Bitchen übertreib nicht, zweimal hab ich gelacht. Und wenn's euch heute gedacht hat, der Bub mit der Gitarre, ich bin der Barbie, Sierra, Doppel Z und R.A. noch. Es ist abermals der Teil, wo ich mich wegtue. Warum? Weil sie so mit der dramaturgische Kreis schließt. Es ist wichtig, haben sie gesagt. Je mehr ich spür, dass die Hitten sie fühlt, wurde ich zum Kind, das mit Streichhölzern spült. Und ich hab Zeit mit deiner Maid. Und Shit, jetzt Benzin in my fire. Danke für die Sitzung. Und wenn's euch heute taugt hat, erzählt das bitte ja. Ich bin der Barbie, Sierra, danke schön und ciao, Papa. No. Dankeschön. Dankeschön. Danke für uns. Dankeschön. Danke für uns. Dankeschön. Dankeschön. Danke für uns. Danke für uns für den schönen Abend. Entschuldigung, Andi, können wir ein romantischeres Licht haben, bitte? Danke, Andi. Weltklasse. Super. Danke. Danke. Perfekt. Danke für den schönen Abend. Das Kabarett schreibt viele Geschichten. Ein paar sind wahr, ein paar sind glauben. Die Wahrheit musst du selber dichten. Aber niemals noch ihr fromm. Und ich freu mich, wann ihr lacht. Und euch hat's wahrscheinlich auch was gebracht. Das Kabarett, es braucht keine Bühne, keine Gitarre. Und auch kein Licht. Es braucht keine Schuld, es braucht keine Sühne. Es braucht nur die Leute, die schreiben die Geschichte. Und ihr gefreut euch, wann ich lach. Und mir hat's ganz sicher auch was. Thank you.
Dankeschön. Danke für mich. Dankeschön. Danke für den schönen Abend. Dankeschön. Danke, super. Danke. Danke. Das ist super. Danke. Danke. Danke für mich. Danke. Wow. Wow. Dankeschön. Wow. Wahnsinn. Wahnsinn. Danke. Danke. Wow. Wahnsinn. Danke. Danke für mich. Dankeschön. Danke für mich. Dankeschön. Danke für mich. Danke. Dankeschön. Dankeschön. Voll lieb. Danke. Ich hab lang geglaubt, dass ich jeden Abend Standing Ovations kriege. Dabei sind die Leute einfach heimgegangen. Das war. Aber danke für den schönen Abend. Echt. Danke für mich. Dankeschön. Danke für mich. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Kommt's gut heim. Baba. Ciao.